2004 mit der Abbrecherstattung zum Bundesligaspiel des 29. Spieltags. Heute trifft der FC Bayern München zu Gast auswärts auf Mainz 05. Der FC Bayern ja unter der Woche in der Champions League nicht erfolgreich gewesen. Das Wunder gegen Manchester City ist ausgeblieben. Thomas Tuchel agierte heute dann mit, ich glaube, 4 Veränderungen in der Startelf. Wer ist reingerutscht? Stanisic ist reingerutscht, Sadio Mané ist reingerutscht, Thomas Müller und Alphonso Davies. Erste Hiobsbotschaft für den FC Bayern kam nach nur 13 Minuten. Da ist nämlich Alphonso Davies verletzt runter. Es war ohne gegnerische Einwirkung in einem Vollsprint. Der Kerl war so schnell, aber dabei hat er sich irgendwie wehgetan. Deswegen dann Alphonso Davies raus. Gute Besserung natürlich an dieser Stelle. Nus Masraoui ist dann für ihn gekommen, der eine wirklich richtig, richtig gute Partie gespielt hat. Dann ist der FC Bayern in Führung gegangen. Es war, glaube ich, ungefähr die 16., 17. Minute. Sadio Mané mit dem 1:0 kriegt einen schönen Steckpass von Jamal Musiala. Chippt ihn dann, ja, 16. Minute war es. 16. Minute, schöner Steckpass von Musiala. Chippt ihn dann über den Keeperstand, hauchdünn im Abseits. Deswegen dieses Tor zurückgenommen. 13 Minuten später geht der FC Bayern dann doch in Führung. Und zwar durch Sadio Mané. Er schießt endlich sein Tor. Er hat generell eine richtig, richtig gute Partie gespielt für meinen Geschmack heute. In der Offensive mal richtig, richtig Dampf gemacht. Ha! Gab eine Flanke von Joao Cancelo am zweiten Pfosten, lauten Müller, Mané und Masraoui, und dann hat Mané den Ball reingeköpft. Das war auch der Halbzeitstand, erste Halbzeit, das Spiel war. Es war auf ein Tor vom FC Bayern München, und zwar auf das Tor von den Mainzern. Starke Partie der Bayern, Masraoui herausgestochen, sehr stark, Cancelo stark, Mané fand ich richtig gut und auch Jamal Musiala hat mir echt gefallen. Müller und Goretzka, muss ich leider sagen, haben eine katastrophale Partie heute wieder gespielt. Vor allem Thomas Müller, einer der schlechtesten Auftritte von Müllers Karriere beim FC Bayern München. Das war heute wirklich überhaupt nicht gut. 64. Gibt es dann einen Eckball für die Mainzer. Der wird reingeflankt, wird dann erst rausgeköpft. Dann gibt es einen Schuss aus der zweiten Reihe. Aufsetzer. Es war kein starker Schuss aus 12, 13 Metern mit Aufsetzer. Den muss Jan Sommer festhalten. Jan Sommer lässt diesen Ball abprallen und dann steht da Ajok und verwandelt diesen Ball per Kopf aus kurzer Distanz. Ich dachte, es wäre Abseits, aber tatsächlich hat Joao Cancelo das Abseits hier aufgehoben in dieser Szene. Und von da an ging es nur noch bergab. 74. Minute, langer Ball der Mainzer. Der wird im Strafraum von Onisivo festgemacht. Irgendwie, ich weiß nicht, wie der Ball hingekommen ist, waren in der Wiederholung gefangen. Onisivo macht den Ball fest, legt den dann quer für Barreiro, der den dann aus 11 Metern nur noch einschieben muss, ungefähr. Barreiro, muss ich sagen, so frustriert ich auch bin, weil der FC Bayern wieder katastrophal gespielt hat. Der Mann des Spiels, der hat eine super starke erste Halbzeit gespielt, einen sehr, sehr starken zweiten Durchgang. Der hat viele Bälle geholt, 95 Minuten lang gekämpft. Barreiro, wirklich Respekt, der hat eine Hammer Partie gespielt. 78. Minute kam dann noch das 3:1 obendrauf von Aaron. Wieder ein Ball, der die Bayern kriegen den Ball vorm Strafraum nicht erobert. Er wird dann rausgespielt und dann aus 16 Metern ungefähr, aus einer linken Position, hat Barreiro den einfach, hat Aaron den Ball dann einfach reingehauen. Weiß ich nicht, wie das funktioniert hat. War ein schönes Tor. Der Ball auch wirklich genauso, dass kein Verteidiger dran gekommen ist und Jan Sommer auch nicht. Tja, damit verliert der FC Bayern München mit 3:1. Der BVB spielt heute Abend. Die Bayern stehen bei 59 Punkten. Das heißt, sofern der BVB diese Partie gewinnt, wäre man nur noch auf Platz 2. Nur noch auf Platz 2 in der Tabelle in der Bundesliga. Ich weiß nicht, woran es liegt beim FC Bayern. Leon Goretzka, sehr schwache Partie. Thomas Müller, sehr schwache Partie. Vorne, man hat die Chance wieder nicht genutzt. Viel um den Strafraum drumherum. Ich glaube, Matthijs Tel hätte früher kommen müssen. Wechsel definitiv früher. Goretzka hätte früher rausgemusst. Müller früher rausgemusst. Dann wurden irgendwann Mané und Musiala noch rausgenommen, die für mich beide halt eine richtig gute Partie gemacht haben in der Offensive. Vor allem für Mané im Vergleich zu den letzten Wochen. Dafür kam dann irgendwann Gnabry und Sané, habe ich nicht ganz verstanden. Die Wechsel für mich wieder recht unerschließlich. Tja, und somit ist diese Partie jetzt 3:1 verloren gegangen. Ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Tagen passiert. Was beim Vorstand passiert, ob da Köpfe rollen werden, ich kann es mir gut vorstellen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, haut rein. Ciao, ciao.